Norma von Vincenzo Bellini. Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen: Oroveso, Oberhaupt der Druiden. Norma, Priesterin der Druiden und Tochter Orovesos. Adalgisa, junge Priesterin der Druiden. Clotilde, Vertraute von Norma. Pollione, Prokonsul der Römer in Gallien. Im heiligen Wald der Druiden. Eine religiöse Zeremonie ist im Gange. Die Seherin Norma wird diese Nacht die heiligen Misteln schneiden und den Willen des Gottes Irmin Sul verkünden. Feierlich marschieren die gallischen Krieger auf. Oroveso, der oberste Druide und Vater Normas, eröffnet den Ritus. Er und die Druiden hoffen, dass das Orakel einen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht prophezeien wird. Pollione, der Prokonsul der römischen Besatzungsmacht, ist in Begleitung des Centurius Flavione im Wald. Pollione hat heimlich zwei Kinder mit Norma gezeugt, die so als Priesterin ihr Keuschheitsgelübde gebrochen hat. Seit einiger Zeit hat er eine Beziehung mit der jüngeren Adalgisa. Jetzt wurde er nach Rom zurückberufen und sucht sie auf, um sie mitzunehmen. Er erzählt Flavione von seinem Traum, in dem Norma an ihm Rache nahm. Norma und die Priesterinnen marschieren feierlich auf. Norma erklärt, dass die Zeit für einen Aufstand noch nicht reif sei, denn ein Krieg sei noch nicht zu gewinnen. Für die Befragung des Gottes schneidet sie die Misteln. Bei hellem Vollmond fleht Norma die Mondgöttin um Frieden an. Norma ist im Zwiespalt. Sie will loyal sein und die Gallier zum Krieg rufen, falls der Gott dies befiehlt. Doch niemand weiß von ihrer Liebe zu Pollione, dem römischen Anführer. Als die Zeremonie vorüber ist, verlassen alle den Ort. Nur die junge Priesterin Adalgisa bleibt alleine zurück. Sie erwartet Pollione, doch wie Norma leidet sie unter dem Gewissenskonflikt. Pollione erscheint und fleht sie an, mit ihm nach Rom zu gehen. Adalgisa zögert, ihren Priesterinnen-Eid zu brechen. Doch schließlich verspricht sie, am kommenden Tag zu Pollione ins Lager zu kommen. Norma ist in ihrem abgelegenen Haus, wo ihre Vertraute Clotilde die beiden Kinder Normas und Pollionis aufzieht. Norma hat erfahren, dass Pollione nach Rom zurückgerufen wird. Adalgisa besucht sie überraschend. Sie gesteht Norma die Liebe zu einem Mann und will, dass Norma sie von ihrem Keuschheitsgelübde befreit. Norma erinnert sich an ihre eigene Situation, als sie verliebt war, und folgt ihrer Bitte. In diesem Moment tritt Pollione ins Zimmer. Als Norma erkennt, dass Pollione der geliebte Adalgisas ist, enthüllt sie ihr Geheimnis. Beide Frauen sind unter Schock. Pollione bekennt sich zu Adalgisa, doch diese will von ihm nichts mehr wissen. Norma bebt. Sie wird zum Altar gerufen und schwört, blind vor Wut, sich an Pollione zu rächen. Pollione muss das Haus alleine verlassen. Es ist Morgen. Die Kinder schlafen. Norma nähert sich ihnen mit einem Dolch in der Hand. Sie vermag sie nicht zu töten, die Mutterliebe obsiegt. Sie lässt nach Adalgisa rufen und schlägt ihr vor, dass sie mit den Kindern ins römische Lager gehen soll, um mit ihnen und Pollione nach Rom zu gehen. Doch Adalgisa weigert sich. Stattdessen will sie zu Pollione gehen und ihn bitten, sich wieder mit Norma zu versöhnen. Beide Frauen sind tief bewegt und schwören ihre Freundschaft. Die gallischen Krieger sind im Wald versammelt. Doch Oroveso muss die Krieger vertrösten. Noch hat Norma keine Zeichen vom Himmel erhalten. Mittlerweile hat Norma erfahren, dass Adalgisas Versuch vergebens war. Im Gegenteil, Pollione hat sogar geschworen, Adalgisa aus dem Tempel zu rauben. Norma bebt vor Zorn und schlägt den Schild, das Zeichen für den Krieg. Das Ritual des Krieges verlangt nach einem Opfer. Da erfolgt die Meldung, dass ein Römer gefasst wurde, beim Versuch in den Tempel einzudringen. Er wird hergebracht. In Fesseln erscheint Pollione. Norma verlangt, dass er durch sie geopfert wird. Doch sie zögert. Sie wünscht, mit ihm alleine gelassen zu werden, wo sie von ihm verlangt, von Adalgisa zu lassen. Doch Pollione ist dazu nicht bereit. Norma droht, Adalgisa auf den Scheiterhaufen zu bringen. Norma lässt die Gallier zurückkommen und verkündet, dass ein weiteres Opfer auf dem Scheiterhaufen enden soll. Es ist eine Priesterin, die ihren Keuschheitseid gebrochen habe. Doch sie nennt nicht Adalgisas Namen, sondern bezichtigt sich selber.
Bewegt erkennt Paul Jone die Größe von Norma und verspürt wieder die verloren geglaubte Liebe. Er ist nun bereit, mit ihr zu sterben. Norma bittet ihren Vater, für ihre Kinder zu sorgen. Angewidert weigert er sich. Doch Norma appelliert an sein Herz und er verspricht es ihr. Gemeinsam besteigen Paul Jone und Norma den Scheiterhaufen. www.opera-insight. Alles über Oper. Erfahren Sie mehr über diese wunderbare Oper. Mit interessanten Fakten und großartigen YouTube-Videos. Besuchen Sie uns.